sie bringen ihre kleinen Kinder zur Schule und müssen erstmal am Wachschutz vorbei. Ja, zum ersten Mal braucht eine deutsche Grundschule einen Wachschutz. Dort sind nicht nur die 6- bis 12-jährigen Kinder gewalttätig, sondern auch die Eltern, die auf Schüler losgehen. Viele Kinder sind halt ein bisschen aggressiver. Dass ein Elternteil hier aufgetaucht ist und die Kinder angegriffen hat und den Lehrer auch selber. Mein Bruder berichtet halt auch immer davon, dass jeden Tag irgendjemand hier geschlagen wird. Ja, es gab Polizeieinsätze. Es gab auch leider Gottes Fälle, dass Eltern auf Kinder losgegangen sind. Die Kinder sollen hier eigentlich die Grundlagen für das Leben lernen. Schreiben, lesen, rechnen. Doch die Grundschule dieser Berliner Kinder ist mit ganz anderen Herausforderungen beschäftigt. Auf dieser Grundschule gab es Übergriffe, unter anderem von Eltern auf Schüler. Nun greifen sie zur Selbsthilfe. Gemeint ist Selbsthilfe der Schule, finanziert durch Mittel, die eigentlich vom Senat für pädagogische Maßnahmen bereitgestellt werden. Eine Sicherheitsfirma, die an Oberschulen bereits Erfahrungen gesammelt hat, erklärt, warum auch an dieser Grundschule Wachschutz benötigt wird. Ja, weil die Streitigkeiten und die Situationen so eskaliert sind, dass eben hier eine Beruhigung flächendeckend auf dem Schulhof, in den Gängen, in den Aufenthaltsräumen stattfinden muss. Das Unfassbare, nun dürfen hier auch die Eltern der Kinder nicht mehr das Schulgebäude betreten. Es ist nicht angenehm. Es ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn man montags hier ankommt. Anfang der Woche, als wir kamen, das war ein Chaos gewesen. Keiner wusste wirklich, was los ist. Wir wussten, dass Security-Leute angeschafft werden hier, aber wir wussten nicht, dass wir als Elternteil nicht mehr mit rein dürfen. Grund für diese Maßnahme, hier fallen nicht nur aggressive Kinder auf, hier mischen auch die Eltern kräftig mit. 30 gewalttätige Vorfälle an dieser Grundschule wurden allein im vergangenen Jahr dem Schulamt gemeldet. Es ist so einiges passiert an der Schule hier. Also es gibt, ich weiß von einem Vater, der sehr viel Stress macht hier und andere Kinder anpöbelt und angreift, weil das eine Mädchen in der Klasse von meiner Tochter ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Dass die Kinder aggressiv sind hier, das ist klar. Aber warum aber ist das so unter den 6- bis 12-Jährigen? Fragen Sie mich nicht. Also meine Kinder sind nicht so, ja. Ich kann es Ihnen auch nicht erklären, warum so viel Gewalt momentan herrscht an der Schule. Das gerät manchmal echt außer Kontrolle. Also ich weiß es nicht. Gesamtelternvertreterin Hadia Mir glaubt zu wissen, woran das liegen könnte. Und das ist das Problem an dieser Schule. Es ist keine gesunde Mischkultur hier. Wie gesagt, 99% mit Migrationshintergrund. Und die Hemmschwelle zu Gewalt ist sehr, sehr schwach, sage ich mal. Ja, das ist halt eben, sind die hauptsächlichen Gründe, warum wir überhaupt den Wachschutz angeordnet haben. Die Elternvertretung findet es besonders traurig, dass die rund 1.700 Euro wöchentlich für den Wachschutz doch eigentlich dringend zum Unterrichten benötigt werden. Wie immer. Was Bildung angeht, sind die Kassen immer leer. Es ist uns wichtig, dass es an unserer Schule friedlich zugeht. Gewalt dulden wir nicht. So heißt es auf der Internetseite der Berliner Grundschule. Doch noch zweifeln die Eltern, ob es bald wieder so ist.